Kapitel 6. Alles zurückgelassen. Sie wissen gar nicht, wie man ein Boot steuert. Hm? Mama und Lukas. Oh, sie schaffen das schon. Niemand ist klüger als die beiden. Wir kriegen das schon hin. Es blutet wieder. Ja, wir sollten uns darum kümmern, bevor es sich infiziert. Da drüben gibt es Wasser. Ja. Solange das jetzt kein rattenverseuchtes oder pestverseuchtes Wasser ist, geht das ja, ne? Ach, Kali, danke schön. Danke für deinen Zapfen. Monate. Das ist schön. Ist das deine Insel? Ja. Die sehen aus wie Zähne. Eine Zweizahninsel. Ich glaube, eine Insel mit zwei Bergen. Ich habe sie schon mal gesehen. Auf einem Gemälde. In Vaudans Labor. Sie ist also echt? Scheint so. Ich mach das. Sei bitte vorsichtig. Ja. Ach, wie cool. Seine Makula ist nicht cool. Fertig. So schnell? Dankeschön. Du bist gut darin. Und ohne dir weh zu tun. Mhm. Hast du gut gemacht. Also, mein Herr, wir müssen eure Insel finden. Ja. Finde einen Weg zur Küste. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen und hoffentlich etwas harmonischeren und ruhigeren neuen Folge von der Black Tail Rick. Denn nach all dem Stress wäre es doch, glaube ich mal, ganz gut und ganz vorteilhaft, wenn wir mal ein wenig Ruhe reinbekommen. Wir haben jetzt hier so eine wunderschöne Armbrust bekommen. Und, guck mal hier, ein bisschen haben wir Schleichen mit dazu bekommen. Ich muss noch mehr schleichen. Ne? Finde ich jetzt aber unfair, weil in dem einen Level, wo Joseph parallel gefahren ist, sind wir sehr viel geschlichen und haben uns von vielen nicht entdecken lassen. Die hat Joseph gekillt, aber wir haben uns trotzdem nicht erwischen lassen. Wir haben kein Bewusstsein davon. Finde ich ein bisschen gemein. Okay. Wird für den Wurfarm der Armbrust ein weicheres Metall gewählt, kann Amicia deutlich schneller nachladen. Oh, das ist natürlich, ne? Okay. Können wir jetzt also auch noch erweitern? Ordentlich. Stille. Ist nicht eigentlich im Codex? Oder musste ich das hier über die... Ach nee, warte, hier über... Nee, doch, über die... Wie war denn das, wo ich die Armbrust auswählen kann? Welches Design die hat? Tja, muss ich nochmal gucken, ne? Oh, das kriegen wir schon noch kurz. Dann machen wir nämlich mal die von der Vorbestellung. Machen wir dann mal rein. Ja, die hier ist schön schlicht und einfach, ne? Gefällt mir auch sehr gut. Aber die andere in dem Rot und Rot-Weiß und sowas... Das sieht auch schon ganz gut aus und passt vor allem auch wieder so rot-weiß zu dem rot-weißen, zu der rot-weißen Takelage, also von dem Segel, jetzt habe ich es wieder, von Josephs Futter, den wir da jetzt hatten und spiegelt auch so ein bisschen mehr die Herkunft eigentlich der Familie Derun wieder und von daher würde ich die einfach gerne nehmen. Aber die hier sieht auch super aus. Ich laufe hier ein bisschen zickzack, ne, weil ich will ja nichts. Nichts verpassen und nichts übersehen. Gehen wir zurück? Nein. Wir dürfen nicht wieder auf die Söldner treffen. Richtig. Okay. Hm.
Ja, bloß manchmal sind dann hinter solchen Biegungen doch irgendwie. Wie kommen wir auf eine Insel? Mit dem Boot, wenn wir wissen, wo es ist. Meinst du, Mama wird böse sein? Sie wird nicht begeistert sein. Keine Sorge. Und glaubst du, diese Banditen folgen ihnen? Nein, sie sind nicht in Gefahr. Aber sie haben keine Waffen. Sie fliehen oder tauchen unter, Hugo. Hugo macht dir um die beiden wirklich keine Sorgen. Erstens schaffen die das. Und zweitens sind die eher hinter uns her. Ja. Na komm, du magst Blumen. Ah, okay, hier muss ich mich mal kurz ausblenden. Was einfach gerade so schön ist. Ich weiß, das wird im Spiel nichts bringen, ne? Aber für mich in der im Gefühl. Aber was, wenn ihr Boot sinkt? Hugo, wissen Sie, wie man schwimmt? Ihnen passiert nichts. Versprochen? Ja. Versprochen. Warte, siehst du den Baum? Ich bin bestimmt schneller dort als du. Jetzt? Warum? Weil du ein kleiner Angsthase bist. Bin ich nicht. Selber. Dann beweis es. 3, 2, 1. Hey! Du bist selber ein Angsthase. Hoffentlich blutet es nicht wieder. Ich gewinne. Halb so wild. Nicht lustig. Doch. Irgendwie schon. Hast du dir wehgetan? Nein. Nein. Oh, sieh mal. Das ist eine schöne Feder. Sie ist so weich und blau. Sie muss von dem Nest dort oben gefallen sein, siehst du? Oh, ja. Wir suchen nach weiteren Nestern. Da finden wir bestimmt mehr Federn. Ja. Bis dahin mache ich aus dir einen Vogel. Rittervogel! Ah, apropos, ich habe bei meinem Ausflug mit Lukas ein paar hübsche Blumen gefunden. Willst du sie? Ich glaube, ich mag lieber Federn. Oh, na gut. Das war ein tolles Rennen. Ja, war's. Du hast noch Schmerzen. Nein. Was am meisten schmerzt, ist, dass ich ein Angsthase bin. Aber ein lieber Angsthase. Das ist aber nett. Nächstes Mal lasse ich dich gewinnen. Oh nein, nächstes Mal bist du dran. Ach schön. Nee, was ich sagen wollte, fürs Spiel ist das vollkommen irrelevant, ne, ob wir jetzt hier über diese Wiese tandaradeien und spazieren und ein bisschen rennen und Freude haben. Aber nach dem ganzen Stress gerade ist es für mich... Für die Stimmung finde ich das gerade wahnsinnig angenehm. Es tut mir leid, aber... Ich das mal an. Es ist einfach ein schönes Spiel, ne? Kann man nichts sagen. Achso, jetzt gehen wir auch nochmal hier hin, denn anscheinend haben wir jetzt noch mehr im Kodex. Ach nein! Hugos Sammlung hat jetzt auch Federn mit dabei. Alles klar. Hype ist gut. Der Herr ist der Wächter des Waldes. Sein lauter Ruf. Keine Ahnung. Müssen wir warten. Warte mal, kann ich es wieder provozieren? So. Sein lauter Ruf warnt alle Tiere in der Umgebung, wenn sich Raubtiere nähern. Der Legende nach wurde er einst fälschlicherweise von den anderen Vögeln beschuldigt, woraufhin jeder von ihnen dazu verurteilt wurde, ihm eine Feder zu schenken.
Vielleicht gilt er deshalb mit seinem farbenfrohen hellen Gefieder, das selbst die dunkelsten Orte erhält als Symbol des Lichts. Wenn du eine seiner Federn findest, wird sie dir die Kraft geben, dich zu heilen und niemals aufzugeben. Und dann tun wir weiter. Immer. Okay, das heißt, wir müssen jetzt nicht bloß auf Blumen aufpassen, sondern auch noch irgendwie gucken, ob irgendwo auch noch Vogelfedern rumliegen. Oder ab jetzt nur noch Federn und keine Blumen mehr? Ich kann übrigens nicht schneller laufen, ne? Also ich könnte vielleicht einen geraden Weg laufen, aber weiß nicht, mir gefällt das hier hinten. Braucht das jetzt gerade mal kurz, um runterzukommen? Und außerdem ist hier vielleicht wieder irgendwie Zeug versteckt und, ne, das will ich natürlich, warum auch immer jetzt die Grafik hier, siehst du? Zack, 5 Stücke, 5 Parts bekommen. Wollen wir jetzt eigentlich mal was aufwerten, ist wieder die Frage, ne? Ich habe erst gedacht, dass dieser Ringgürtel total bekloppt ist. Aber ist er nicht. Wir machen so viel mit den Töpfen, dass vielleicht einer mehr uns doch schon hier und da helfen könnte. Also machen wir mal. Ruhige Folge vorbei. Nee, Biscuit, keine Sorge. Die Stream-Sounds, die kommen nicht in die Aufnahme mit rein. Cleveres Tonmanagement. Tatsächlich würde ich die Schleuder. Also der Wurfarm ist schon nicht schlecht, ne? Aber die Schleuder finde ich irgendwie geiler. Na gut, müssen wir mal aufpassen. Mal. Langweilig. Ja, ich weiß. Ne, bei den Sonntagsstreams. Da sind sie mit dabei. Da kommen sie mit rein. Aber bei denen hier... Ja. Ich habe immer noch in meinem Kopf so drinne, dass die Sachen hier vielleicht etwas... Ja. Ernsthafter sein sollen. Deswegen. Oh. Hörst du das? Was ist das? Gesang. Klingt nach einer Messe. Gibt es hier eine Kirche? Mal sehen. Ich denke, ja. Was ist das? Ein Markt. Nein, hier gibt es keine Stadt. Aber der Gesang kommt von dort. Vielleicht kennen Sie die Insel. Ja. Wir fragen Sie. Guten Tag. Kann ich etwas für euch tun? Hallo. Ja, gerne. Ja, wir haben uns wohl verlaufen. Warum singen die Leute? Oh, weil Messe ist. Wir sind auf Pilgerfahrt, also beten wir für eine erfolgreiche Reise. Oh, ihr seid auf dem Weg nach Rom. Ganz genau. Und ihr? Wo führt eure Reise hin? Auf eine Insel. Wir wissen nicht viel darüber. Unser Anführer Perö kennt die Umgebung gut. Er hilft euch sicher. Du findest ihn in der Nähe der Ruinen. Er liest die Messe, ruht ein wenig im Schatten. Ihr seht mitgenommen aus. Ja, danke. Danke. Gern geschehen. Ja, wenn ihr wüsstet, werte Dame, wenn ihr nur wüsstet, was wir schon alles hinter uns haben. Und das weiß ja nahezu nahtlos an den ersten Teil anschlägt. Also von der Zeit her. Anschließt, nicht anschlägt. Reibt mit einem Stück Holz über die Wäsche? Achso, warte mal, das ist ja trotzdem ein geriffeltes Brett, was die hat. Okay. Mhm. Putzen? Cool. Ich mag halt diese Details, ne? Da sind sie bei mir genau an der richtigen Stelle. Warum gehen Sie nach Rom? Weil nächstes Jahr das Jubiläum ist. Ein besonderes Jahr.
Lass uns diesen Perö suchen. Ist das auch der Erfinder von der Perücke? Oder ist das nur Zufall? Grafik hat hier wieder massiv zu tun. Guck nochmal, ob ich hier noch irgendwas. Die Schärfentiefe macht eigentlich nichts, ne? Achtung, Kinder! Nicht so schnell! Hat jetzt nicht viel gebracht. Kostet auch nicht viel. Das ist ja schon auf Mittel. Boah. Naja, gut, dann müssen wir halt damit leben. Ist halt wirklich recht unoptimiert, das Ganze hier. Hallo Gans! Sie sind unerschütterlich. Ja, ihr Glaube ist stark. Okay, ich dachte, wir können uns vielleicht hier hinsetzen oder so und dazusetzen. Hallo? Hallo? Hallo! Hi. Achso, okay. Da ist eine Schaukel. Oh, da, eine Schaukel. Oh. Sag bloß, wir können schaukeln. Immer kaputt. Setz dich, ich schubs dich an. Wirklich? Willst du nicht lieber? Nein, ich schubse dich an. Du bist müde. Wir können schaukeln? Also los! Ja, wie geil ist das denn bitte? Verletz dich nicht. Schon 10 gut. Von 10, geiles Spiel. Schließ deine Augen und stell dir vor, du fliegst. Im nächsten Zuhause eine Schaukel? Auf jeden Fall. Am besten eine zwischen zwei Bäumen. Oh, ja, Apfelbäume. Hey, ich bin genug geflogen, glaube ich. Gehen wir zurück? Ja. Ach, wie cool. Danke vielmals. Das war erholsam. Ich will meine eigene haben. Erst die Insel, dann ein Zuhause. Wie wär's mit einem Zuhause auf der Insel? Wir haben schon wieder eine über... Also... Ich muss die mir alle an... Ich muss die alle suchen, ne? Das wisst ihr. Wer hat die Zwiebel hier hingestellt? Nein, du heulst. Genau so. Genau so, Kali. Wenn ich halt an meine Kindheit zurückdenke, ne? Und dann das Schaukeln dort... Das war immer. Ja, es war so eine unberührte Zeit. Es war einfach. Es ist einfach gemacht. Du hattest nicht viel zu tun. Du hast so. Warst Nachmittag unterwegs mit Freunden spielen und so weiter. Hast dir keinen großen Kopf über irgendwie die Zukunft gemacht und so weiter. So eine Schaukel ist schon was Schönes. Oh doch. Und zu schaukeln ist auch total schön. Na gut. Ich glaube, das ist jetzt eigentlich auch eine schöne Situation gerade. Dass wir dann hier... Ja. Die Folge beenden können. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.